Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Jetzt wissen wir, was Drehstrom ist. Wie machen wir sowas überhaupt? Wie wird Drehstrom erzeugt? Das wollen wir uns kurz ansehen. Ja, wie funktioniert so ein Generator? Ja, Drehstromgenerator. Ist nämlich wichtig. Ja? Also das ist das Rückgrat unserer Stromerzeugung, sind solche Drehstromgeneratoren. Ich habe das ein bisschen aufgezeichnet. Was ist das da, was ich da aufgezeichnet habe? Also das soll eine Spule sein. Ja? Diese Spule hat N-Windungen. Also ich sage der Spule. Spule mit N-Windungen. Diese Spule rotiert hier in einem magnetischen Feld, der Flussdichte B, ja? Und das rotiert so dahin. Jetzt, was ist der Verkettungsfluss? Was ist der Fluss, der durch die Spule tritt? Der Phi V, der Verkettungsfluss, der ist, überlegen wir uns das, also auf alle Fälle mal die Flussdichte B, mal der Fläche A, die diese Spule hat, mal A. Ja, und jetzt, wenn sie das verdreht, wird diese Fläche ja kleiner, und zwar mit Cosinus. Ja, mal Cosinus vor Phi. Ja, und dann, weil es der Verkettungsfluss ist, müssen wir noch mit der Windungszahl n multiplizieren. Das ist der Verkettungsfluss. Okay? Und jetzt stellen wir uns vor, das rotiert, das Phi ändert sich, wenn das Phi, also den Phi von t wird, und gleich der Winkelgeschwindigkeit mal der Zeit ist, ja, dann habe ich hier ein Phi V von t, ja, und das ist halt n mal b mal a mal Cosinus Omega t. Ja. Und jetzt kommt das Induktionsgesetz zu tragen. Ja. Die offenen Enden der Spulen, ja, also wenn das U von t praktisch, dieser Spule, das ist ja d phi v v t tt, ja, und das ist, ja, n mal b mal a, Cosinus abgeleitetes Sinus, Sinus Omega t, in Reableitung Omega, ja. Das heißt, wir haben hier n mal b mal a mal Omega mal Sinus Omega t, ja, das ist U Dach mal Sinus Omega D mit U Dach ist gleich N mal B mal A mal Omega. So. Was bedeutet das? Es entsteht eine sinusförmige Spannung. Wenn ich diese Spule da drin rotieren lasse, entsteht eine sinusförmige Spannung mit einer Amplitude und die Amplitude ist abhängig erstens von der Stärke des Magnetfeldes. Ist logisch, ne? Je stärker das Magnetfeld ist, desto größer die Spannung. Von der Fläche der Spule, ist auch logisch, je größer die Fläche der Spule ist, je mehr ich von dem Magnetfeld umschließe, desto größer die Spannung. Von der Windungsanzahl der Spule ist ebenfalls logisch, ja? Je mehr Windungen ich habe, desto größer ist der verkettete Fluss. Jede Windung zählt. Und dann noch von der Winkelgeschwindigkeit Omega. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ja? Weil nämlich, wenn wir das mit variabler Geschwindigkeit antreiben und das Omega zu groß wird, doppeltes Omega, doppelte Drehzahl der Maschine bedeutet doppelte Spannung. Da muss man aufpassen bei Turbinen. Also Turbinen im Fehlerfall können die doppelte Drehzahl erreichen, manche. Das wird schwierig. Dann haben wir plötzlich doppelte Spannung. Was müssen wir also machen, wenn wir können? Zum Beispiel das Magnetfeld kleiner machen. Dann haben wir das in Griff, hier haben wir die Spannung. Oder man muss die Isolation des Generators entsprechend auslegen. So, jetzt haben wir eine Wechselspannung erzeugt. So ein Wechselspannungsgenerator. Eine Spule, die sich in einem Magnetfeld dreht. Wie machen wir nun Drehstrom? Nun, wir erzeugen nicht eine Wechselspannung, sondern wir erzeugen deren drei. Wir nehmen also zumindest einmal eine zweite Spule. Und die zweite Spule, die lassen wir um 120 Grad phasenversetzt dahinter rotieren. Ja. Probier es da zum Einzeichnen. Da haben wir eine zweite Spule. Die ist um 120 Grad versetzt.
Diese Spannung, diese Spule hier, heißt üblicherweise U. Also das ist UU. Okay? Und diese nennen wir V. Ja? Was ist jetzt der Winkel von V? Ja? Das Phi, das ist das Phi U. Das bleibt alles gleich. Ja? Das Phi V von T ist Omega D minus 120 Grad. Minus 120 Grad muss ich jetzt umrechnen, 2 Pi Drittel, das ist ja Radiant, gell? Das ist Phi, und der Rest bleibt gleich, ja? Das heißt, mein Phi V, Verkettungsfluss von V von D, ist N mal B mal A mal Cosinus, ja? Und jetzt Omega D minus 2 Pi Drittel. Schauen wir das an. UV von D ist also D Phi VV von D nach DD und das ist genauso N mal B mal A mal Omega mal Sinus Omega D minus 2 Pi Drittel. Okay. Das ist also U Dach mal Sinus Omega D minus 2 Pi Drittel, ja, eine sinusförmige Spannung, die um 120 Grad nachhält. Puh, gut, gell? Und jetzt mache ich noch eine dritte Spule hinein, weil es eh schon wurscht ist quasi, ne? Mache eine dritte Spule hinein und die dritte Spule tue ich auch wieder um 120 Grad Phasen versetzen, ja? Schaut dann so aus. Und diese Spule, ich meine, jetzt habe ich U, V, wie wird die heißen? W. Das ist die W-Spule. Ja, und die ist da auch um 120 Grad Phasen versetzt zu V-Spule. Ja. Das heißt, wenn man das Ganze wieder ganz genauso überlege, dann komme ich halt drauf, dass UW vor D ist gleich U Dach mal Sinus Omega T. Und da habe ich 4 Pi Drittel. Also doppelte Phasen. Verschiebt wieder um 120 Grad später. Minus 2 Pi, minus 2 Pi sind minus 4 Pi Drittel. Ja. So wird Drehstrom erzeugt. Voilà, fertig sind wir. Ja. Drei Spulen um 120 Grad Phasen versetzt. U, V und W erzeugen die drei Spannungen. UU, UV, UW. Da ist mir nur zuerst aufgefallen, da mache ich nur ein zweites, da mache ich nur ein U dazu, dass das passt. Das kann man zwar nicht mehr lesen, aber es ist formal korrekt. Ja, so funktioniert das. Spulen, die da drinnen rotieren. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar üblicherweise ist es schwierig, große Ströme auf rotierende Teile zu übertragen. Und jetzt erzeugen wir hier Spannungen, da rinnen auch die Ströme. Das ist schwer. Ja, also da gibt es Schleifringe drauf und wenn man über die Schleifringe große Spannungen drüber führt oder große Ströme drüber führt, dann verschleißt es und dann fliegen da die Funken. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Deswegen ist eine reale Maschine eigentlich etwas genau umgekehrt aufgebaut. Ja, bei einer realen Maschine schaut es halt so aus, dass man irgendwo einen Maschinenträger haben, das soll ein Kreis sein, das da ist halt, ja, das will ich einfach verwenden. Ja. Dann haben wir hier eine Windung, dann haben wir hier eine Windung, dann haben wir hier eine Windung. Ja. Also da haben wir praktisch, das haben wir aufgewickelt, da haben wir einen Anschluss,
120 Grad später haben wir die V-Windung. Ja, ist da. Haben wir einen Anschluss. Und 120 Grad später haben wir die W-Windung. Haben wir einen Anschluss. Ja. Jetzt haben wir fixe Windungen. Ja. Das ist der W, das ist der U und das da ist der V. Ja. Was müssen wir also rotieren lassen? Das Magnetfeld. Ja. Im einfachsten Fall rotiert da drinnen eben ein Magnet. Nord-Süd. Und der dreht sich da drin. Okay? Der dreht sich da drinnen, der Magnet. Fuck. Und es ist nämlich wurscht, ne? Es ist ja wurscht, ob ich die Spulen stillstehen lasse und das Magnetfeld außen durchrotieren lasse. Es ist ja nur eine Frage des Bezugssystems. Also so schaut das an und für sich real aus, das Prinzip. Ne? Also ich hoffe, es schaut in real anders aus wie das. So wird Drehstrom erzeugt. Okay. So machen wir Drehstrom. Ja. Das nächste Mal reden wir über die Anwendung. Ja. Das nächste Mal sprechen wir, wie das ausschaut, wie man Lasten draufschalten kann. Da werden wir unterscheiden zwischen Stern- und Dreieckschaltung. Das nächste Mal reden wir über die Sternschaltung, und zwar bei symmetrischer Last. Das ist im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.